Wir kennen es vom Apple Store, die Apple-Jünger, die warten vor dem Laden aufs neue Gadget. Jetzt hier in Zürich stehen die Jungen vor dem Gloss-Shop. Es kommt ein neuer Nike-Schuh raus, Jeezy. Er ist limitiert, darum stehen die Jungen schon zum Teil seit dem letzten Montag vor dem Laden. Campiert und das bei dem Wetter. Warum bist du da? Ja, auf jeden Fall wegen den Jeezys. Keinen anderen Grund hierher zu kommen. Ey. Das ist absolutes Highlight heute Abend und morgen Abend, dass wir hier sind und zusammen campen. Und was ist so speziell an dem Schuh? Er ist extrem limitiert, gibt ganz wenig in ganz Europa und auf der ganzen Welt und will sich jeder einen ergattern. Wie lange hast du gebraucht, um anzureisen? 3 Stunden ungefähr. Wen genau kommt der Schuh denn aus? Freitagnacht, Punkt 1 ab 12 Uhr auf Samstagnacht. Warum willst du diesen Schuh unbedingt? Na, weiß nicht. Das ist was Besonderes, ich finde. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und dann wollte ich ihn sofort haben. Das ist einfach der Style, das ist einfach der Flavor, wie die den Schuh designt haben. Es ist einzigartig. Wenn man einen Jeezy besitzt, dann ist es einfach was Besonderes. Es ist einfach. Einen besseren Schuh kann es einfach nicht geben momentan, der auf dem Markt ist. Außer den Jeezy 2, das ist einfach der Shit. Ja, also ich bin eigentlich am Mittwoch in den Laden gegangen und dann habe ich gesehen, dass da Leute campieren. Und dann dachte ich, ja, easy, gang ja. Ist es mehr ein Erlebnis als der Schuh? Nein, ich nehme schon den Schuh. Er ist recht viel wert. Und sonst, was wird geboten für die Schuhe? Alles Mögliche. Wirklich querbeet. Ich glaube, vom Päckchen Chips zur Schocke bis zu viel Geld haben wir echt schon alles angeboten. Im ersten Modell wollte ich ihn eigentlich schon haben, aber es war halt ein bisschen tragisch, weil er nur in Deutschland, also so in der Nähe rausgekommen ist und ich nicht damals nicht freien konnte. Und jetzt probiere ich es halt nochmal. Was machst du, dass du nicht die Bude einrennst? Ich habe Securitas, kommen immer zwei zusammen rein, dürfen probieren, können auch Grösse, andere Grösse nehmen. Wie viele von diesen Schuhen kommen denn raus? Secret, darf ich nicht sagen.